Herzlich willkommen, liebe Schachfreunde, zu einer neuen Ausgabe. Unglaubliche Studien an meiner Seite. Martin Minsky, und Martin ist auch heute einer der beiden Kompositeure, so sagt man, glaube ich, von der Komponisten, ja. Genau, richtig, von der Studie, die wir heute zeigen. Was erwartet uns, Martin? Heute erwartet uns kein Meisterwerk, keine super Studie, sondern ein kleiner Scherz. Und ich denke, das wird euch gefallen. Und die Stellung ist ganz simpel, aber die habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht so gesehen. Und der Steffen, der hat mir diese Stellung gezeigt. Ich fand die einfach super. Und ich habe wie immer hier, ich habe mich rangehängt und habe dann die Einleitung gebaut. Und dann durfte ich meinen Namen mit dazu schreiben. Also eigentlich ist es auch wieder die Grundidee von Steffen. Mhm. Ja, aber die könntet ihr, also die ist nicht so lang, 6 Züge ist die Hauptvariante und die könntet ihr eigentlich auch mal versuchen zu lösen. Das denke ich auch. Also probiert es hier, Weiß am Zug soll gewinnen. Soll gewinnen, ist erschienen in Gravur 2017, also so ein Turnier, wo man, glaube ich, maximal 8 bis 10 Steine haben muss auf dem Brett in der Ausgangsstellung, und das hat ein spezielles Lob bekommen, was ich auch angemessen finde für diesen Scherz. Für den Scherz. Okay, dann versucht einmal hier die Züge zu finden und halt das Video bitte an. Ja, Weiß hat im Moment einen Springer weniger, aber er hat ein paar vielversprechende Freibauern. Und darum geht es jetzt, einen dieser Freibauern zur Dame zu bringen. Das ist das Ziel, und die Frage ist, wie kann man das am besten bewerkstelligen? Der offensichtliche Zug wäre D schlägt E7, aber das ist nicht richtig, denn Schwarz spielt Springer C3 und jetzt steht der eigene weiße König im Weg, und sowohl König F8 als auch König D8 werden mit Springer Schachgeboten beantwortet. Was bleibt? Springer F8 Schach von Weiß, aber nach wie vor, man kriegt es einfach nicht hin, und letztendlich ist Schwarz in der Lage, alle weißen Bauern abzutauschen, und dieser letzte Bauer wird vom Springer auch aufgehalten. Das ist nicht zu gewinnen. Ja, wenn man sich so anschaut, also wenn der Springer auf E5 nicht wäre, dann kommt ja so erstmal als Grundidee so der Hebel C6, das fällt einem vielleicht ins Auge, und das verhindert der Springer und deswegen der erste Zug, genau, um den Springer da wegzulenken. Also deswegen ist es G6. Dieser Bauer wird geopfert und der muss jetzt auch geschlagen werden, sonst läuft er einfach durch. Also Springer schlägt G6 ist Pflicht. Gut, D schlägt E7 macht jetzt überhaupt keinen Sinn, weil dann der Springer einfach schlägt. Und wie du gesagt hast, C6, das war die Idee. Aber natürlich, Schwarz hat auch noch Verteidigungsideen. Und ihr könnt gerne hier nochmal schauen, was kann denn Schwarz dagegen unternehmen und wie könnt ihr darauf wiederum antworten. Also gerne hier noch einmal das Video anhalten. Nun gut, das Schlagen des Bauern auf C6, dann läuft der weiße Bauer tatsächlich durch. Das ist es gewesen. Und ihr werdet vermuten, dass der schwarze Springer auf E2 da nicht einfach so dasteht. Also der hat ja auch irgendwie der muss dazugehören, und der kommt jetzt mal dazu. Der kommt jetzt zurück. Springer D4. Hier sehen wir die erste Idee, wenn jetzt Weiß einfach vorbeizieht mit C7, dann spielt Schwarz Springer B5 und ist genau rechtzeitig, um hier diese Gabe anzubringen. Nach C8 Dame würde jetzt Weiß sogar verlieren, denn nach Springer schlägt D6 kommt er in ein Springer-Endspiel mit 2 Bauern weniger. Also C7 ist nicht korrekt, sondern C schlägt D7 und nun Springer C6. Und jetzt sieht es eigentlich danach aus, als hätte Schwarz alles verteidigt. Das Umwandlungsfeld ist gedeckt, der Springer deckt diesen Bauern, dann ist ja eigentlich alles klar. Oder eben doch nicht. Wie kann Weiß jetzt gewinnen? Indem man es schlau angeht und beide Springer hinlenkt auf die Umwandlungsfelder. Schauen wir es uns an. Springer F8 Schach. Gut, dieser Springer muss geschlagen werden, denn wenn Schwarz den Bauern schlägt auf D6, dann schlägt Weiß den Springer auf G6. Und die Drohung Springer schlägt E7 ist jetzt nicht zu verhindern für Schwarz. Also egal, was Schwarz macht,
Beispiel Springer E7, Ist auch lenkt so. den Springer ab und wandelt um. Aber was passiert, wenn Schwarz den Springer schlägt? Springer schlägt auf 8. Gut, jetzt könnte man ja denken, ach, jetzt kann ich auf E7 schlagen und drohe hier die Umwandlung, unterstütze diesen Bauern und wenn Schwarz den Bauern auf E7 schlägt, dann wandle ich um. Aber Moment, diese Springer sind trickreiche Figuren. Auf einmal schlägt Schwarz auf D7 und Weiß wird wiederum nicht gewinnen. Wobei zwei Springer gegen Dame muss man immer gucken. Ne? In manchen, also das ist dann auch oftmals Remis, wenn man so. Ja, es hängt von der Konstellation Ja, ab. Ja, es genau. gibt es auch Festungen, genau. Aber das ist sicherlich in der Praxis, wird derjenige mit der Dame dann weiterzocken und Ja, gucken. das ist das sowieso. Gut. Gut, die Lösung ist einfacher oder klarer auf jeden Fall. Weiß wandelt zuerst auf D8 um. Und jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen Schlussbild. Und was hier noch so besonders genial ist, was mir eben erst aufgefallen ist, wenn Schwarz jetzt den Springer nach E6 ziehen könnte, einen der beiden, dann würde er es noch retten. Vielleicht. Aber noch nicht mal das ist möglich, denn der schwarze König steht im Weg und im nächsten Zug wird Weiß einen dieser beiden Springer schlagen, sich eine Dame holen und anschließend die Partie gewinnen. Ja, wunderschön. Ja, es müssen ja nicht immer die großen Studien sein, sondern es kann ja auch mal zwischendurch eine leichte sein. Und Ja. hoffentlich hat es euch gefallen und ihr konntet ein bisschen schmunzeln drüber. Ja, ich finde, genau, wie du sagst, es muss nicht immer mit 1000 Opfern, sondern es kann auch diese Motive, also das gefällt mir besonders, so ein neues Motiv, was ich noch nie zuvor gesehen habe und sowas habe ich noch nie zuvor gesehen, logischerweise. Und deshalb wollte ich diese Studie gerne zeigen. Und es ist auch nochmal eine schöne Erinnerung daran, dass vor allem der Bauer auf der siebten Reihe gegen Springer, das ist jetzt hier nicht der Fall, weil das Umwandlungsfeld noch verstellt ist, aber es gibt häufig die Situation, dass man dann den Bauern auf die siebte Reihe bringt und man droht sowohl zu schlagen und umzuwandeln in den Springer, als auch vorbeizuziehen. Und dann kann der Gegner nicht mehr beides verhindern. Das ist ein Motiv, was ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt und was auch nützlich ist, wenn man das in der Praxis erkennt. Und die Tragik ist, die Springer, die sind ja berühmt für Gabeln Ja. und der Bauer, der gabelt einfach die Der beiden Springer Gabel, auf. der Ja. Bauer gabelt diesmal. Diesmal Genau. Bauer gabelt der Bauer. Alles klar. Schreibt uns drunter, wie hat es euch gefallen, was habt ihr gesehen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.